Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserer Jurassic World Arizona. Ich wollte mich an dieser Stelle erstmal bei euch bedanken, denn die ersten zwei Folgen von diesem Parkbau-Projekt sind richtig gut bei euch angekommen. Also vielen, vielen Dank an alle, die da geliked haben oder Kommentare geschrieben haben. Das hilft mir wirklich ungemein. Und wir bauen jetzt hier das Gewässer weiter, was wir ja auch schon, oder diesen Fluss kann man es ja schon fast nennen, den wir auch benutzt hatten, um in der letzten Folge das Gehege von dem Weg zu trennen. Der soll sich nämlich noch ein bisschen weiter durch den Park schlängeln. Das finde ich immer ganz cool, wenn man halt so große Gewässer hat, die sich dann auch durch mehrere Gehege strecken oder halt durch ein längeres Gebiet im Park. Und das hatte ich halt auch geplant, dass der Fluss halt noch so ein bisschen weiter fließt. Das hat tatsächlich aber auch einen Grund, warum ich den weitergeführt habe. Denn ich hatte mir hier überlegt, dass ich hier mal eine Brücke bauen möchte. Das Ganze war so ein bisschen inspiriert von einem Park, den ich besichtigt hatte, den ihr mir eingeschickt hattet. Da gab es nämlich auch so coole Brücken und deswegen wollte ich in dieser Folge auch mich mal an den Brückenbau wagen. Ich hatte mir da allerdings ein bisschen was anderes überlegt, wie ich das Ganze mache. Als Weg oder diese Fläche, wo man drauf läuft, habe ich einfach dreimal diesen Einschienenbahntunnel benutzt und dann einmal komplett umgedreht. Dann hat man sozusagen nur die Strecke und die habe ich dann nebeneinander platziert und dann hatten wir so eine schöne Betonfläche. Und als Wegstützen habe ich mich für diese Lagunenbanner entschieden, die ja eigentlich an die Seite von der Lagune kommen. Die kann man da auch wirklich wunderbar benutzen. Ich fand das sogar ganz cool, dass dann in der Mitte noch so ein bisschen rot war. Auch wenn da jetzt Jurassic Park draufsteht, passt natürlich nicht so gut, weil es halt eine Jurassic World eigentlich ist, was wir hier bauen. Aber ich fand es halt von der Farbe echt ganz cool. Und da unten ist es dann auch nicht so schlimm, wenn da ein Jurassic Park Banner ist, das sieht man halt kaum. Als Geländer habe ich hier natürlich diese Betonbarrieren benutzt. Das ist ja so das Einzige, was man hat, was so auf Besucherhöhe ist. Die Zaunmod wurde ja leider nicht geupdatet, die auch so ein paar kleinere Zäune und sowas hatte. Fand ich eigentlich immer ganz cool, aber ja, das wird wohl auch nichts mehr, so wie ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Also die wird wohl nicht mehr supported. Ich habe hier übrigens jetzt auch das Land wieder angehoben. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das habe ich einfach gemacht, damit ich hier diese ganzen Betongeländer ein bisschen schneller und besser platzieren kann. Also war es halt einfacher von der Höhe. Und natürlich durfte auch Licht nicht fehlen. Deswegen habe ich hier nochmal diese bronzefarbenen Lampen platziert. Das fand ich sogar optisch nochmal ganz cool an der Seite, weil diese Lampen halt unten auch nochmal so ein Betonstück haben. Und auf die andere Seite sollte eine Lagune hin. Auch wieder eine sehr, sehr interessante Form ist es geworden. Und ich hatte ja auch noch einen Weg zurück überlegt. Da kommt nachher dann auch noch eine zweite Brücke hin. Aber erstmal habe ich jetzt hier den Wegverlauf geplant. Und jetzt habe ich hier auch schon direkt die zweite Brücke in Angriff genommen. Die war eigentlich vom Bau her sehr identisch wie die erste. Und schon waren beide Brücken fertig und wir konnten die Wege miteinander verbinden. So konnte man sozusagen über die Brücke einen Abstecher machen, einmal sich die Gehege dort anschauen, dann wieder zurück auf den Hauptweg gelangen. Natürlich können die Besucher leider die Brücke nicht benutzen, das ist halt nur rein optisch. Aber es wird vieles in diesem Park nicht funktionieren, die ganzen Einschienenbahnstrecken und so werden glaube ich auch am Ende nicht funktionieren. Aber das ist halb so wild, ich wollte hier halt echt mal so ein bisschen was ausprobieren und mal ein bisschen was anderes bauen. Und deswegen gehen wir hier mehr auf Optik als auf Funktionalität. Ich habe jetzt hier auch schon mal noch ein paar Gebäude platziert und auch hier wieder die zweite Wegfarbe mit einfließen lassen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man ein bisschen diese Farben halt im Park beibehält. Dann kamen neben das Hotel hier auch noch einige Besucherläden.
Wenn man mit zwei Wegfarben arbeitet, passiert es leider ab und zu, dass die Wege so ein bisschen kaputt gehen und ineinander glitschen. Und dann muss man das halt nochmal nachkorrigieren. Aber ich finde, die Arbeit lohnt sich dann immer. Wenn man die Wege in der richtigen Reihenfolge baut, dann klappt das eigentlich auch immer. Also da muss man halt so ein bisschen sich reinfuchsen und dann geht das eigentlich alles ein bisschen cleaner, sage ich mal. Und da muss man nicht so oft nachkorrigieren. Hier in die Mitte soll übrigens ein Gehege hin, das habt ihr sicherlich schon gedacht. Und deshalb platziere ich jetzt hier auch zwei Beobachtungsgalerien nebeneinander. Und da diese Beobachtungsgalerien direkt an der Klippe sind, hatte ich mir überlegt, einfach mal so Aviarien-Beobachtungsgalerien zu nehmen und das Ganze damit abzustützen. Dann hatten wir nämlich auch noch mal so diesen coolen Braunton da unten mit drin. Das fand ich auch ganz cool. Und weil mir das Optische gut gefallen hat, habe ich davon noch mal ein paar mehr platziert. Ich habe die jetzt erstmal hier vorbereitet, damit die alle im richtigen Winkel schon mal sind. Und dann sind die dort unten hingekommen. Da wo die Klippe ist, zum Wasser hin. Das sollte dann eigentlich auch als Begrenzung für die Dinosaurier funktionieren. Das ist halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Sieht halt immer auch mal ein bisschen anders aus als so eine normale Klippe. Also ist halt durch so eine Betonmauer abgestützt. Und es funktioniert dann halt auch ohne einen unsichtbaren Zaun hoffentlich. Und die Besucher haben dann auch wirklich einen tollen Blick von dem Weg aus in das Gehege. Ich hatte sogar richtig Glück, das ist mega gut aufgegangen. Hier konnte ich dann nochmal so eine halbe Beobachtungsgalerie dort einplatzieren, also so ein bisschen ineinander. Und dann hat es genau mittig gepasst. Das hat man auch selten beim ersten Versuch. Jetzt habe ich hier auch nochmal die ganzen Wege um die Lagune herum gebaut. Und dann musste natürlich auch noch ein Zaun her. Den habe ich einfach dann am Weg direkt entlang gezogen. Jetzt nur ein Stufe 1 Zaun. Aber den fand ich optisch auch ganz cool, weil da halt so ein bisschen Gelb mit drin ist. Dann haben wir hier auch mal so ein paar Farben. Die roten Wege, die gelben Zäune, dann die roten Banner bei den Brücken. Übrigens, ich habe auch die Besucherläden dort alle angepasst. Das hatte ich nur nicht ins Video reingeschnitten. Also die kann man ja immer so ein bisschen individualisieren. Von wegen, was da außen steht und welche Farbe und sowas. Habe ich halt gemacht wie bei den Läden, die wir ja schon mal verwendet hatten. Also zumindest so ähnlich. Und das Stück, wo jetzt kein Zaun ist, da habe ich jetzt einfach mir Felsen genommen und diese dann in den Boden platziert. Sollte dann in der Theorie die Dinosaurier auch ablocken, dass sie da nicht hoch können. Schon wieder sehr, sehr viele Objekte, die ich hier verbaut habe. Ich hoffe, der Park wird am Ende noch gut laufen, weil ich habe schon an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen übertrieben. Ich habe dann immer schon versucht, hier nicht ganz so viele Felsen zu verwenden. Aber so ein paar mussten dann immer sein. Ich habe die auch dann immer schön in den Boden versenkt, nur so ein bisschen rausgucken. Dann hier nochmal das Terrain ein bisschen angepasst. Und natürlich auch noch ein paar Büsche dazu. Und auf der anderen Seite habe ich es genauso gemacht. Dort kamen dann auch Felsen an dieses eine Stück. Das fand ich dann auch ehrlich gesagt vollkommen okay als Barrikade. Weil ich kann schon mal verraten, in dieses Gehege kommen jetzt nicht die größten Dinosaurier rein. Deswegen hat das auch für mich ausgereicht, dass die dort nicht hoch können. Und bei dem Rest habe ich dann auch noch mal den einen oder anderen Felsen platziert. Auch hier natürlich wieder ein bisschen mehr in den Boden versenkt, das Ganze. Und jetzt ging es erstmal an die Gestaltung um diesen ganzen Bereich herum. Das habe ich dann auch wieder ein bisschen bergiger gemacht. Jetzt erstmal die ganzen Büsche weg. Und dann das Terrain-Tool geschnappt und erstmal die ganzen felsigen Stellen angepinselt. Da auch ruhig wieder ein bisschen großzügiger, weil sobald man dann nochmal Bäume platziert, wird das ja wieder weniger. Und am Ende kann man halt immer noch mal gut mit Sand oder sowas gegenkorrigieren. Aber auch hier habe ich wieder ein paar kleine Felsen noch dazwischen gemacht. Es wirkt dann alles immer ein bisschen schöner, finde ich. Wirkt dann nicht so kahl.
Und auf der anderen Seite das Ganze genauso gemacht. Da hatte ich dann noch vergessen, die Brutstation zu verbinden von der Lagune. Deswegen habe ich hier dann auch nochmal schnell den Weg an unseren Hauptweg geführt. Da habe ich das auch nur ganz am Rand entlang geführt. Das muss ja jetzt kein großer Weg sein, weil der ja eigentlich für die Besucher gar nicht gedacht ist. Der eher nur so ein Mitarbeitergebäude. Hier habe ich dann nur nochmal einen kleinen Wasserbereich eingebaut. Und dann wieder fleißig alles mit Felsen angepinselt. Dann noch wieder ein bisschen mehr Sand drüber. Und die ersten Bäume und Büsche. Ich muss auch echt sagen, dass dieses ganze Drumherum gestalten, gerade so ein bisschen Landschaftsgestaltung und sowas, das geht wirklich schnell und richtig gut von der Hand bei Jurassic World Evolution 2. Wenn man dann auch noch Mods benutzt, dann kann man das halt auch nochmal im Nachhinein mehr anpassen, dass man die Felsen versenken kann im Boden und sowas. Also das macht dann schon wirklich sehr viel Spaß. Ich habe auch hier vorne an dieser freien Stelle mich dann nochmal dazu entschieden, ein etwas größeres Felsenkonstrukt hier zu bauen, damit wir da auch nochmal so ein bisschen Variation haben. War halt eine sehr kahle Stelle, deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt ging es an die Gestaltung von dem Gehege. Da habe ich jetzt erstmal das Ganze so minimal abgesenkt, damit das Wasserniveau ein bisschen niedriger ist als das normale Gehege. Und auch allgemein hier so ein paar kleine Höhenunterschiede eingebaut. Selbst wenn die nur so minimal sind, ich finde, das macht immer viel aus, als wenn alles so richtig glatt und ebenerdig ist. Dann wirkt das immer sehr unnatürlich. Das hier sind zwei Fleischfutterspender gewesen. Das heißt, hier kommt ein Fleischfresser rein. Und jetzt kamen ja auch wieder ein paar Palmen hinein. Auch hier ruhig wieder erstmal ein bisschen großzügiger einzeichnen. Die man dann nicht mag, die kann man dann immer auch nochmal wegmachen und dann halt per Hand nochmal nachbessern an den Stellen, wo halt keine mit dem Pinseltool entstanden ist. Ich habe halt auch immer versucht, so viele wie möglich mit dem Pinseltool zu platzieren, weil ich glaube, das nimmt dann nicht so viel Performance weg, als wenn es halt ein einzelnes Objekt ist. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Hier habe ich wieder viele, viele kleine Felsen gebaut, die ich dann wieder schön in den Boden versenkt habe. Und ich habe dann geguckt, da wo die Laufwege von den Dinosauriern sind, habe ich dann auch versucht, das Buschwerk ein bisschen mehr zu entfernen. Was halt auch noch super praktisch ist, ist, dass man halt Bäume auch in den Boden versenken kann und dann sind die halt nicht ganz so hoch, dann nehmen nicht ganz so viel Sicht weg. Hier vorne waren auch noch so zwei Wegstellen, die seht ihr da in Grau vor den Beobachtungsgalerien. Die musste ich auch nochmal verdecken. Sah jetzt nicht perfekt aus, aber besser als wenn da so ein Stück Weg zu sehen ist. Und ich habe dann allgemein auch das Gehege noch ein bisschen sandiger gemacht an den Stellen, wo halt die Dinosaurier laufen werden. Und dann hat mir das eigentlich auch schon ganz gut gefallen. Jetzt hier gerade noch so ein bisschen der Feinschliff, noch so ein paar Palmen am Rand. Und jetzt ging es auch noch natürlich um Objekte vor dem Hotel zum Beispiel und auf den Wegen allgemein. Da mussten natürlich ein paar Sitzmöglichkeiten noch hin. Und auch vor den Beobachtungsgalerien, da war nochmal eine große Wegfläche. Dort habe ich dann auch nochmal ein paar Blumentöpfe hinplatziert. Diese Blumenkästen. Und auch einen kleinen Springbrunnen. Dann auch noch hier ein paar Sitzmöglichkeiten. Und dann habe ich auch nochmal das hier nochmal ein bisschen korrigiert, weil es mir nicht so gefallen hat. Und schon sind wir im Realtime-Part angekommen. Jetzt zeige ich euch, was hier in das Gehege gekommen ist. Nämlich sind das 5 Dimetrodons. Alle in Wüsten-Look. Die haben alle die gleiche Hautfarbe. Die große Sandwüste. Ansonsten unterscheiden sie sich nur so ein bisschen von der Segelfarbe.
Finde ich aber echt passend. Gucken wir ein bisschen vor, dann sehen wir gleich einmal die Sozialisieren-Animation. Die ist nämlich wirklich sehr süß. Wir können jetzt auch einmal in die Galerie hier springen, würde ich sagen. Da hat man nämlich eine echt gute Sicht. Schön von oben. Kann man dann wirklich gut beim Fressen auch beobachten. Und ich glaube, die können ja auch nicht ausbüchsen. Sollte eigentlich relativ büchssicher sein. Hier sind ja die Gebäude vor, dann hier die Felsen und dann der Rest ist Zaun. Also ich denke mal, da wird nichts mehr passieren. Aber wir springen jetzt natürlich auch nochmal zur Lagune. Da fehlt nämlich noch einiges. Die müssen wir nämlich noch schnell gestalten. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Hier wollte ich noch solche Lagunenschilder hinmachen. Können wir jetzt ja auch mal kurz im Realtime-Part machen. Das gleich drehen. Oh, ein bisschen nach rechts muss das noch. Ja, das sieht gut aus. Und auf dieser Seite würde ich das auch gerne noch machen, so ein Lagunenschild davor. Das können wir dann eigentlich hier so hin machen. Ja, das ist auch ganz schön. Und wir müssen natürlich hier auch noch das Drumherum ein bisschen gestalten. Da wollte ich das jetzt aber auch nicht so aufwendig machen, deswegen legen wir das jetzt auch schnell hin. Hier so ein paar Segel hin an die Seite. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Feeder für die Fische. Für die Fische sage ich schon, für die Wassersaurier. Die Reptilien, keine Fische. Und wenn wir den Haifeeder, der ist perfekt mit dem Gelb hier auch. Haben wir nämlich hier auch im Zaun. Und wir brauchen auch noch einen Fischfeeder. Der kommt dann hier hin. Das reicht mir dann eigentlich schon. Wir könnten jetzt hier auch noch das ganze Unterwasserleben und sowas gestalten mit Korallen und was wir da nicht alles haben mittlerweile und Lampen und sowas. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass wir das erstmal weglassen, weil das frisst nur unnötig noch viele Objekte und das können wir am Ende noch machen, wenn der Part noch gut läuft. Wundert euch übrigens nicht, diesen Weg musste ich vorhin einzeichnen, damit wir eine Verbindung haben, damit das gute Stück hier funktioniert. Denn dort warten unsere Wassersaurier. Zwei Kronosaurus sind's. Auch mit wunderschönen Skins. Feuerrot. Finde ich auch echt toll, die Skins. Die kann man da mit etwas Glück auch hier beobachten aus der Galerie. Aber ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht zu Gesicht. Ist aber auch egal. Das soll es jetzt mit der heutigen Folge von unserer Jurassic World Arizona gewesen sein. Oh, was passiert jetzt? Okay, das ist der Chrono. Das ist in Ordnung. Das ist wahrscheinlich, weil der Weg hier so ein bisschen zu weit reingebaut ist oder so, aber das stört mich nicht. So, das soll es aber mit der Folge gewesen sein. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich über einen Kommentar für den Algorithmus, das wäre auch sehr, sehr nett. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen von der heutigen Folge an.